In Anbetracht der Zeit und Wichtigkeit des Themas möchte ich jetzt insbesondere auf Beispiele eingehen. Was ändert sich im Rahmen der Vermögensverwaltung? Topic 1, Berichtspflichten. Inhaltliche Anforderungen sind eigentlich genauso geblieben, wie sie jetzt im WPAG und der WPD-FairUV auch schon drin sind. Sie müssen berichten regelmäßig über Dinge wie, was für Geschäfte sind gemacht worden, wie ist die Performance, wie viel Dividenden oder Zinserträge sind erwirtschaftet worden, was sind die Kosten, damit der Kunde periodischen Überblick hat. Was ändert sich? Die Häufigkeit, die Berichtsintervalle, die werden jetzt kürzer. Da geht man jetzt sozusagen auf eine dreimonatige Berichtsperiode runter. Vorher hat man 6 bei Privatkunden. Und was auch neu ist, sofern die Technik da mitmacht und man es entsprechend parametrisiert hat, man muss das nicht zwingend per Post verschicken. Man kann das heutzutage auch in einem Online-System erfüllen, zu dem der Kunde Zugang hat. Voraussetzung ist natürlich, dass alle erforderlichen Daten in dem Online-System auch zur Verfügung stehen. Und es muss als dauerhafter Datenträger qualifiziert sein, das heißt, es muss unveränderlich sein. Zweites wichtiges Thema, Kickbacks, Zuwendungen. Insbesondere mit der Vermögensverwaltung verbundene Zuwendungsverbot. Ich darf keine Zuwendungen im Rahmen der Vermögensverwaltung mehr annehmen. Und zwar relativ strikt. Sofern, das ist die einzigste Öffnungsklausel, es sich nicht um geringfügige, nicht monetäre Zuwendungen handelt. Das heißt also auch im Hinblick auf Research, dass grundsätzlich als nicht monetäre Zuwendung klassifiziert wird, aber nur dann, wenn es bezahlt wird. Geringfügige nicht monetäre Zuwendungen wären aber auch zum Beispiel Bewirtungen im vertretbaren Geringfügigkeitswert. Stichwort Sozialadäquanz ist zu berücksichtigen. Wer ist mein Gegenüber? Was ist sozusagen der faire Wert einer Einladung zum Essen? Vor allem eine Bewirtung im Rahmen geschäftlicher Zusammenkünfte oder im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen. Das wird alles sozusagen, solange das im vernünftigen Maße abläuft, weiterhin zulässig sein. Was nicht mehr zulässig ist, sind diese Behaltensklauseln, die in vielen Vermögensverwaltungsverträgen bis dato immer noch drin sind, wenn es zum Beispiel um Bestandsprovisionen von Fonds geht. Das muss alles überprüft werden, weil das ist künftig nicht mehr zulässig. Research. Hatte ich schon erwähnt, es gibt 2 Möglichkeiten, wie man da drum rumkommt. Und zwar durch diese sogenannte Bereichsausnahme, die ist in § 70 Absatz 2 WPAG neu geregelt. Und da gibt es 2 Kategorien, entweder ein sogenanntes Research Payment Account, also ein separates Konto, ein separates Budget, das ich vom Kundenvermögen absondere und bereitstelle, für Research-Dienstleistungen zu bezahlen. Oder, weil das mit doch erhöhten Dokumentationserfordernissen einhergeht, der Vermögensverwalter zahlt es aus der eigenen Tasche und erhöht im Gegensatz zum Beispiel, sofern es durchsetzbar ist, die Management-Fee. Das kann ich so auch machen. Oder ich bin bei Research-Produkten im sogenannten Geringfügigkeitsbereich und da ist im Moment die herrschende Meinung, dass darunter zum Beispiel das Makro-Research drunter fällt. Einzelwerte-Research oder Sektor-Research wird mit Sicherheit künftig immer in einem der beiden oben genannten Beispiele künftig abzubilden sein. Ein spannender Punkt für Sie, sofern Ihre Firma jetzt neben der klassischen Vermögensverwaltung auch noch Anlageberatung anbietet. In der Anlageberatung ist ja künftig das Thema Zuwendungen noch zulässig. Und wenn man jetzt sagt, naja, wie ist denn das eigentlich? Ich bin auf der einen Seite Anlageberater, auf der anderen Seite Vermögensverwalter, kriege von einer Bank kostenloses Research. Unter dem Hut Anlageberatung darf ich es annehmen und auch verwenden, sofern ich es entsprechend offenlege gegenüber den Kunden und mit Zuwendungsverzeichnis und Verwendungsverzeichnis dokumentiere, muss ich ja nichts dafür zahlen. Das funktioniert. Aber wie mache ich das, wenn ich im gleichen Haus dann sozusagen auch noch eine Vermögensverwaltung habe? Darf der und wie muss ich das trennen? Das ist zum Beispiel noch eine der offenen Fragen, die über die Verbände im Moment heiß diskutiert werden. Da haben wir auch noch keine Lösung. Aber die Aufsicht stellt sich das quasi mit einer Chinese Wall so vor, dass man die Personen, die das verwenden, so strikt trennt, dass wirklich ausgeschlossen wird, dass Vermögensverwalter A kostenloses Research von Anlageberater B verwendet. 4. Bullet Point, vorvertragliche Informationspflichten. Die spezifischen Informationspflichten gegenüber Privatkunden bzw. potenziellen Privatkunden bei der Geschäftsanbahnung, die entsprechen grundsätzlich den bisherigen Anforderungen. Was muss ich da sozusagen im Vermögensverwaltungsvertrag festhalten? Was muss ich dokumentieren? Art und Weise der Häufigkeit der Bewertung der Finanzinstrumente. Neu ist das Thema Benchmark.
Vorher hat man eine Benchmark vereinbaren können, jetzt muss ich eine vereinbaren. Art der Finanzinstrumente, die in das Kundenportfolio aufgenommen werden können. Was ist sozusagen das Anlageuniversum? Was wünscht der Kunde? Was bieten Sie an? Und was sind insbesondere die Managementziele? Das wird im Rahmen dieser vorvertraglichen Informationspflichten geregelt. Neuhammer, ein sogenanntes Verlustschwellenreporting. Gab es bei vielen bisher schon, aber es war anders reglementiert. Die MiFID II führt hier eine gesetzliche Berichtspflicht ein, und zwar in 10er-Schritten. Immer ausgehend vom Gesamtwert des verwalteten Portfolios gegenüber seinem Bestand zu Beginn einer Berichtsperiode. Und wenn wir sagen, wir tun jedes Quartal berichten, muss man dann immer schauen, was ist sozusagen vom Stichtag heute zum letzten Quartalsschluss passiert. Und sobald ich dort die Verlustschwelle von 10% reiße, löst es dieses Verlustschwellenreporting aus. Und wenn im gleichen Quartal noch der Wertverlust weitergeht und den nächsten 10er-Schritt erreicht, löst es die nächste Verlustschwellenreporting-Pflicht aus. Wenn ich jetzt schon vertragliche Regelungen habe und zum Beispiel dort kleinere Schritte drin habe, dann kann ich das durchaus beibehalten, aber es muss sozusagen mindestens den gesetzlichen 10er-Schritten entsprechen. Der Bericht über die Verluste muss spätestens am Ende des Geschäftstages erfolgen, an dem der Schwellenwert überschritten wurde. Das heißt, ich muss das sehr, sehr zeitnah monitoren. Und dann muss am entsprechenden Geschäftstag dann auch dann der Brief oder die Information rausgehen. Und denken Sie dran halt, na, das geht sogar so weit, wurde der Schwellenwert an einem geschäftsfreien Tag überschritten, muss der Bericht am Ende des folgenden Geschäftstages erfolgen. Man denkt zum Beispiel an unsere Feiertagsregelungen. Sie haben aber ein international aufgestelltes Portfolio, zum Beispiel in Amerika oder in anderen europäischen Ländern wird gehandelt, in Deutschland ist Feiertag. Und bestimmte Werte, die dann fallen, sorgen dafür, dass Verlustschwellen gerissen werden. Dann müssten wir das auch mit einbeziehen und dann spätestens am nächsten Tag dran denken, dass ich hier dieses Verlustschwellenreporting machen muss. Das ist also nicht leicht und muss technisch natürlich umgesetzt werden. Das kennen wir bisher, Geeignetheitsprüfung, da ändert sich nichts dran. Aber da geistert im Moment so quasi das, die Paradigmaänderung, Geeignetheitserklärung. In der Vermögensverwaltung muss ich diesbezüglich gar nicht viel ändern. Da habe ich auch einen kleinen Praxistipp für Sie mitgebracht, wie man das relativ schlank und kostengünstig umsetzen kann. Sie bleiben bei Ihrer Geeignetheitsprüfung anhand der Kenntnisse und Erfahrungen, finanziellen Verhältnisse und Anlageziele, die Sie von Ihrem Kunden im Rahmen der Eröffnung der Finanzportfolioverwaltung erhoben haben. Prüfen dann quasi, ob die Anlage, die Vermögensverwaltung geeignet ist. Und dann machen Sie sozusagen diese Geeignetheitserklärung im Rahmen ihrer vierteljährlichen Berichte. Und das kann ganz einfach, das haben wir auch im Rahmen unserer Verbandstätigkeit beschlossen und einvernehmlich besprochen, mit einem ganz einfachen Satz sozusagen in dem Bericht zeigen, indem man einfach sagt, bei den Anlageentscheidungen haben wir die von Ihnen gewünschte Anlagestrategie, Anlagerichtlinie berücksichtigt. Bitte informieren Sie uns über etwaige Änderungen bezüglich Ihrer Anlageziele, Wünsche und deswegen gehen wir davon aus, dass das geeignet ist. Man nimmt also quasi den Kunden über seine Mitwirkungspflichten mit ins Boot. Der soll sich doch bitte rühren und Sie gehen davon aus, dass es sozusagen weiterhin den Zielen und den Wünschen des Kunden entspricht. Und so habe ich das dokumentiert und der Prüfer kann das sozusagen im Rahmen seiner Tätigkeit dann auch nachvollziehen. In der Anlageberatung wird das mit Sicherheit ein bisschen anders laufen, aber für die Vermögensverwaltung wird das ein pragmatischer Ansatz, den ich dann über diese vierteljährlichen Berichte lösen kann. Prüfung der Aktualität von Kundenangaben, das spielt da auch ein bisschen mit rein. Damit ich Geeignetheit vernünftig prüfen kann, brauche ich auch aktuelle Kundenangaben. Wie mache ich das? Auch bisher hat sich schon empfohlen, in regelmäßigen Zeitabständen das Ganze sozusagen zu aktualisieren, indem man dem Kunden einen neuen Bogen gibt, soll wieder ausfüllen und dann kann ich ja abgleichen, hat sich auf der finanziellen Seite was geändert oder hat er andere Ziele, muss ich sozusagen irgendwas im Rahmen der Prüfung meiner Vermögensanlage ändern. Aber auch hier habe ich Mitwirkungspflichten und ich kann den Kunden sozusagen mit ins Boot nehmen und deswegen ist die Wertpapierfirma berechtigt, sich auf die vom Kunden übermittelten Informationen zu verlassen. Also insbesondere dann wird es aber kritisch, wenn Sie merken oder merken müssten sozusagen, das passt nicht mehr. Also machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ein Kunde sagt, die Vermögensverwaltung, ich habe ein freies Vermögen von 100.000. So, und dann stockt er die Vermögensverwaltung aber mehrfach auf und dann denken Sie sich halt, hey Moment, der hat ja in der Vermögensverwaltung jetzt schon mehr als das Doppelte drin, als das, was er ursprünglich mal erzählt hat. Setzt er jetzt sozusagen hiermit alles auf eine Karte oder hat er mich damals belogen? Also dort gibt es offensichtlich einen Dissens und das müsste eigentlich dazu führen, dass ich Rücksprache mit dem Kunden halte und diese Daten nochmal aktualisiere.
Das ist auch was Neues, ein Formerfordernis für den Vertrag. Verbotene Finanzinstrumente gab es bisher heute auch schon, aber die Pflicht sozusagen, das schriftlich zu regeln, das ist neu. Das kommt mit der MiFID II erst. Und insbesondere kommt dort in Betracht, der Kunde möchte zum Beispiel nicht, dass Hedgefonds gekauft werden oder Optionen oder Futures oder bestimmte ethische Ausschlusskriterien, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte keine Finanzinstrumente im Portfolio haben von Rüstungsfirmen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, was auch immer. Das müssen Sie letztendlich regeln und zwar abschließend regeln. Und wenn der Kunde sagt, Sie dürfen alles machen, dann müssen Sie zumindest mal einen Satz reinbringen, es gibt keine verbotenen Finanzinstrumente, der komplette Markt ist offen dafür, aber es muss was dazu drinstehen. Transaktionsreporting hatte ich einleitend, wie ich unsere Projektfolie gezeigt habe, schon mal was dazu gesagt. Wir würden das künftig sozusagen für Sie übernehmen, aber dafür, um eine entsprechend richtige und vollständige Transaktionsmeldung machen zu können, brauchen wir von jedem Handelsteilnehmer einen gültigen Leih. Und da ist die Aufsicht sogar so weit gegangen, alle diejenigen, die keinen Leih haben, die dürfen eigentlich ab dem neuen Jahr nicht mehr handeln. Oder die Firma, die sie handeln lässt, begibt sich auf Glatteis und geht möglicherweise in Gefahr, ein Bußgeld wegen falscher oder unvollständiger Transaktionsmeldungen leisten zu müssen. Das wird wahrscheinlich keiner machen wollen. Deswegen ist es unser Ziel, dass wir bis Jahresende alle Leihs von den bestehenden Kunden zusammen haben und künftig dürfen neue sozusagen auch dann nur eröffnet werden, wenn man eine entsprechende Identifikationsmerkmal hat. Und dann können wir hergehen und sagen, okay, für den Endkunden Müller, Meier, Huber, whatever, mit Decision Maker, Vermögensverwalter unter der Leihe XYZ ist dieses Geschäft ausgeführt worden und Bader macht dann die Transaktionsmeldung. Nichtsdestotrotz, die Meldepflicht verbleibt formell bei Ihnen. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich und müssen auch dann quasi sehen, dass wir das ordentlich machen. Und das können Sie zum Beispiel pragmatisch, indem Sie sich an mich wenden und fragen, was hat denn Ihr Wirtschaftsprüfer gemacht? Hat der irgendwelche Mängel festgestellt im Rahmen seiner Prüfung? Und wenn dort im Transaktionsreporting alles in Ordnung ist, dann haben Sie sozusagen schon mal den ersten Nachweis. Was wir natürlich auch machen könnten, sofern Sie das wollen, dass Sie halt detailliert selber Fragen stellen oder sich das auch anschauen. Das Recht dazu hätten Sie sozusagen, weil Sie letztendlich der Verpflichtete sind und das nur auslagern. Nachhandelstransparenz. Man möchte sozusagen für alle Assetklassen eine der bisherigen Landschaft, Aktienlandschaft vergleichbare Transparenz im Markt haben. Bei Renten ist das ja heutzutage unheimlich schwierig. Denken Sie mal dran, Sie sind Emittent von Unternehmensanleihen und wollen wissen, wo und wie, zu welchem Kurs, in welcher Stückzahl wurden denn überhaupt meine Bonds an welchen Märkten gehandelt. Das ist ganz, ganz schwierig, das rauszufinden. Und das will insbesondere durch die Nachhandelstransparenz erweitert auf andere Assetklassen die MiFID II verbessern. Deswegen sind alle verpflichtet, innerhalb einer Zeitspanne von 15 Minuten sogenannte außerbörsliche Geschäfte mit Volumen, Zeit und Preis zu veröffentlichen, dass man eine Kurskette hat und auch sieht sozusagen, was ist denn da tatsächlich umgegangen, um einen besseren Indikator für die Preisbildung auch zu haben. Grundsätzlich, hatte ich schon angerissen, ist der Verkäufer meldepflichtig. Wir bieten allerdings als Service an, dass wir es für unsere Kunden, egal wie die Richtung ist, immer machen. Handelsplatzpflicht für Aktien. Das wird vielleicht den einen oder anderen von Ihnen weniger interessieren, aber für uns ist es ein ganz wichtiges Thema. Aktienliquidität soll in die etablierten Märkte zurückkommen, insbesondere an die Börse, an die Multilateral Trading Facilities, die MTFs, wie zum Beispiel ein Turquoise-System. Warum? Wenn ich letztendlich immer mehr Umsatz abwandern lasse in außerbörsliche Systeme, die dann wiederum auf die börslichen referenzieren, dann ist die Preisqualität natürlich nicht mehr so dolle. Und deswegen will der Gesetzgeber dadurch diese Märkte wieder stärken. Aber die Darkpools, die sind per se nichts Schlechtes, die sind sogar in Einzelfällen recht gut und sorgen dafür, dass wir im Handel mit Aktien für Sie auch Preisverbesserungen erzielen können. Da kann man auch in dem einen oder anderen Fall einen großen Block auch mal zur Spread-Mitte handeln und nicht einfach nur zur Briefseite kaufen oder zur Geldseite verkaufen. Und auch dort suchen wir Liquidität, aber der Darkpool-Handel wird limitiert. Dafür gibt es sozusagen entsprechende Handelsvolumina, die nicht überschritten werden dürfen. Das ist für den einzelnen Darkpool 4% des gesamten Umsatzes in der Aktie in der EU, beziehungsweise 8% über alle Darkpools. Und das ist sehr, sehr wenig.
aktuelle Studien zeigen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal große Werte von der Euronext hernehme oder insbesondere aus London, da wäre nach 3 oder 4 Tagen der Cap schon gerissen. Und dann gibt es einen sogenannten Trading Ban, der von der ESMA ausgesprochen wird. Und dann heißt es, ja, für die nächsten 6 Monate, finito, da ist nichts mehr auf Darkpool, dürft ihr nicht mehr handeln. Müssten wir dann sozusagen berichtigen. Und das ist auch ein Grund, warum sich die Baderbank zum Beispiel als systematischer Internalisierer aufstellt, damit wir weiterhin OTC über unser eigenes Buch dann auch entsprechend Transaktionen mit ihnen durchführen können. Zweites Thema, Geldwäscheprävention. Da hatte ich ja eingangs schon gesagt, die Folien gehen wir nicht alle durch. Das ist sozusagen halt eine, für Sie das Add-on im Nachhinein. Aber ein paar Dinge aus aktuellem Anlass, weil es halt vor 1,5 Wochen kam, möchte ich doch ansprechen. Deutschland war verpflichtet, wie die anderen EU-Staaten auch, bis spätestens 26. Juni, das war genau 2 Jahre nach Inkrafttreten der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, diese Regelungen ins nationale Gesetz umzusetzen. Das ist bei uns sozusagen das Geldwäschegesetz und in Teilen auch das Kreditwesengesetz. Und da hat sich ein bisschen was getan, insbesondere bei dem Thema Verpflichtete, Sorgfaltspflichten, wirtschaftlich Berechtigte, Transparenzregister, Sanktionen. Und da möchte ich eigentlich nur ein paar Topics rausgreifen. Wirtschaftlich Berechtigte, Transparenzregister. Ab Dezember diesen Jahres soll das live gehen, ein öffentliches Register, wo man dann als Berechtigter, zum Beispiel als Bank oder Finanzdienstleister, Zugang hat, kostenlos Zugang und darüber den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln kann. Wenn Sie einen Kunden haben, der Firmenkunde ist, mussten Sie den ja bisher fragen, wer ist denn wirtschaftlich Berechtigter, wer hat 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile oder mehr und den entsprechend dokumentieren. Das müssen Sie künftig nicht mehr machen, weil Sie das Register hernehmen können. Sofern es sich um einen Kunden irgendwo in der EU handelt. Wenn das aus dem außereuropäischen Ausland jemand ist, dafür ist das Transparenzregister nicht da, nur in der EU. Da könnte man sich sozusagen das sparen und dort auch regelmäßig dann halt die Updates holen. Ist für die Banken und für die Finanzdienstleister einfach eine Erleichterung, um dort an Daten zu kommen. Aber, was man auch im Hinterkopf behalten muss, die Unternehmen selber, auch wenn das Bußgeld bewährt ist, die sind verpflichtet, da reinzumelden. Auch zum Beispiel die Baderbank, die muss dann unseren Gründer und Mehrheitsaktionär Uto Bader entsprechend bis im Dezember da gemeldet haben. Aber wenn wir es nicht tun oder wenn wir, weil sich irgendwas ändert an der Eigentümerstruktur, das vergessen, das Register genießt nicht wie das Handelsregister öffentlichen Glauben. Das heißt also, wenn Sie durchaus aus anderen Informationsquellen andere Datengrundlage haben, dann müssen Sie das sozusagen dann halt nochmal genau verifizieren. Also man kann nicht sagen, ja im Register steht es drin, das ist bare Münzen, dann mache ich sonst nichts mehr. Also das ist sozusagen nicht die einzigste Wahrheit. Ansonsten, das Geldwäschegesetz wird relativ stark aufgebläht. Derzeit haben wir, meine ich, 17 Paragraphen, es werden rund 60. Das sorgt auch dafür, dass gerade auf der Seite der Verpflichteten ein größerer Kreis sozusagen jetzt angesprochen wird. Aber für uns Banken oder Finanzdienstleister tut sich grundsätzlich nichts ändern, außer dass der sogenannte risikobasierte Ansatz, den wir bisher schon fahren durften, noch mal ein bisschen mehr gestärkt wird. Bisher hat man quasi ein System mit sogenannten Whitelists und Blacklists, das zum Beispiel der Gesetzgeber konkret vorgegeben hat. Ich habe bestimmte Länder, mit denen kann ich sorgenfrei Geschäfte machen, da dürften keine erhöhten Risiken vorliegen. Oder es gibt bestimmte Länder, die sind auf der Blacklist, mit denen soll ich mal sozusagen besser die Finger davon lassen. Das ist künftig risikoorientiert jeder Bank oder jedem Dienstleister selber überlassen. Er muss dann aber schauen, welche Sicherungsmaßnahmen brauche ich, um mit solchen Kunden entsprechend Geschäfte machen zu können. Betrifft insbesondere das Thema Know Your Customer, KYC. Wie identifiziere ich den Kunden, mit welchen Papieren und insbesondere Know the Source of Money, wo kommt das Geld her, wie stelle ich sicher, dass es sozusagen aus sauberen Quellen und nicht aus irgendwelchen Vortaten von Verbrechen, Betrug oder Unterschlagung, sonstigen strafbaren Handlungen stammt. Wenn ich das abbilden kann und auch ein entsprechendes Monitoring aufsetze der Geschäftsbeziehung, mir also sozusagen die Transaktionen im Geld- und Wertpapierbereich regelmäßig und detailliert anschaue und das überwache, dann kann ich sozusagen auch mit High-Risk-Kunden Geschäfte machen. Das ist also nicht das Thema. Auch wenn der im Zweifel aus Iran oder aus einem anderen Hochrisikoland kommt. Also verboten per se ist es nimmer, sofern
keine Finanzsanktionen gegen die Person oder gegen das Unternehmen vorliegen, aber ich muss es halt entsprechend monitoren und genau prüfen, wo kommen die Gelder her und sind die sauber. Und dann brauche ich auch keine der Sanktionen befürchten. Bisher hat man ein relativ kleines Sanktionsregime und das wird künftig wesentlich größer. Da werden sozusagen die Strafen nicht mehr im 100.000er-Bereich liegen, sondern die gehen bis 5 Millionen hoch, beziehungsweise für die ganz großen Unternehmen dann relevant bis zu 10% des Umsatzes. Also das kann durchaus teuer werden. Fazit und Ausblick, auch wenn wir jetzt die vierte EU-Geldwäscherichtlinie umgesetzt haben, die fünfte steht bereits vor der Tür und ob die jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ins deutsche Recht umgesetzt wird, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber was droht uns da? Das ist der Haupttopic. Die Schwelle für den wirtschaftlich Berechtigten wird wahrscheinlich von 25% auf 10% abgesenkt. Also habe ich auch dort dann wieder zusätzlichen Aufwand, weil ich dann bei allen Kunden nochmal schauen muss. Bisher Gesellschafter 25% Kapital- oder Stimmrechtsanteile, alle anderen interessieren nicht. Und künftig muss ich da bis auf 10 runtergehen. Das sozusagen als Opener zu regulatorischen Themen. Ich kann nur noch mal einladen, also ich stehe heute Mittag nicht nur im Rahmen von One-on-Ones, auch gerne sozusagen hier im Bereich frei zur Verfügung. Sprechen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben oder schicken Sie mir eine Mail. Ich kümmere mich gerne drum.